Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge No Man's Sky und willkommen zurück auf unserem Planeten. Ja, ich habe wieder Besuch bekommen von, ich weiß nicht, warum ich ins Raumschiff einsteige, aber ich habe es mal gemacht. Habe jetzt wieder Rohstoffe bekommen, die ich eigentlich eh nicht mehr brauche. Oder brauchen tue ich sie sicher irgendwann, aber mein Lager ist schon voll. Und jetzt wird es noch voller. Ja, das ganze Antimaterie herstellen, das ist echt nicht so teuer. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ein bisschen verdichteten Kohlenstoff und chromatisches Metall ist jetzt keine Hexerei. Wenn dieser Jetpack nur ein bisschen schneller aufladen wird. Oder ich einen schönen Gang hätte. So, davon haben wir wieder welche. Gold haben wir wieder mehr. Silber haben wir. Ja. Den Sauerstoff können wir mitnehmen. Können wir noch etwas da lassen? Das vielleicht? Ich brauche nicht so für die Wasserstoff. Das eine können wir. Ja. Zunichte machen. So. Schauen wir nochmal, ob das mit der Batterie funktioniert. Ob jetzt auch die zweite Batterie ladet. Oh, das ist nicht gut. Voll sollten die nicht sein. Die sind beide voll. Das ist nicht gut. Dann müssen wir das da nochmal machen. Die sollten nicht voll sein. Ja, und genau das, was ich jetzt... Okay. Verdichteten Kohlenstoff brauche ich jetzt. Sowieso auch für irgendwo ist das gerade dran geploppt. Sollte aber wahrscheinlich so herum. Nein. Vorne ist der Stecker, das gefällt mir aber nicht so. Was brauchen wir da? Kohlenstoff, Nanorohr und 4 Metallplatten. Okay. Das ist nicht so aufwendig herzustellen. Das geht schon. Allein die. Ja, Ferritstab brauchen wir halt sehr viel. Und verdichteten Kohlenstoff. Das wird ein bisschen aufwendiger. Obwohl eigentlich aufwendig nicht. Paar Bäume von da hinten umholzen, dann haben wir schon. Dann bauen wir das Portal. Zuerst zwei Batterien, die sind mir fast noch wichtiger. Wenn wir gleich irgendwo verdichteten Kohlenstoff hätten, das wäre natürlich noch besser. Wenn wir die Kristalle irgendwo hätten. Weil wir doch relativ viel jetzt brauchen. Weil ich hätte gleich 4 Batterien reinstellen, also dass die richtig, richtig voll haben. Für Kohlenstoff haben wir jetzt 250. Ja, nehmen wir noch ein paar. Sicher ist sicher. Also ich mag jetzt dann nicht dann wieder in der Bar stehen und mir denken, oh, jetzt kann ich nochmal losmarschieren. Aber ich glaube, das dürfte reichen. Es
Das müsste reichen. Ich will halt das Portal stehen haben, dass wenn ich drauf komme, okay, die Galaxie gefällt mir nicht, dann fliege ich in die Raumstation in der Galaxie, wo ich hingehe und komme wieder zurück zur Basis. Und kann aber auch wieder in die Galaxie. Dass ich jetzt nicht an diese Basis gebunden bin, weil die anderen Planeten in dieser Galaxie gefallen mir überhaupt nicht. So. Da gibt es Kohlenstoff. Da gehen wir Kohlenstoff rein. Das ist nicht viel. Während das rattert, werde ich doch nochmal losgehen. Weil weiß, eine Batterie hat, glaube ich, schon 100 gebraucht. Ich sag's ja, ich hätte... Ja. Bin ich selbst schuld. Ich hätte es mir irgendwie denken können, dass das nicht 1:1 wird. Ist irgendwie logisch. Aber wir haben das eh relativ schnell wieder. Haben wir jetzt 224, das heißt 112, die wir da bekommen wieder. Gehen wir nochmal ins Baumenü. Kunststoff Nanorohr. Stimmt, Ferritstab. Ach, jetzt ist da genau. Und 100 verdichteter Kohlenstoff, das ist halt doch heftig. Zwei Batterien sind. Was braucht er noch? Und magnetisiertes Pferd. Oh. Das ist schon heftig. Ja, ich brauche 200. Für zwei Batterien. Und sehr für Ferret. Ach du meine Güte, jetzt zögert sich das wahrscheinlich doch noch hinaus. Allein das, dass wir da als zur auf, ja, für die Energieversorgung machen. Weil jetzt weiß ich dann wenigstens die werden nicht voll sein dadurch, die Batterien. Die sollen nicht voll werden. Dann weiß ich, dass wir zu viel Strom produzieren. So, da brauchen wir 4 Stück. Okay. Für 4 Stück haben wir zu wenig. Was willst du von mir? Mach einen Abflug. Okay. Es ist mühsam. Aber dann können wir ganz entspannt.
in die nächste Galaxie fliegen. Wir brauchen halt sehr viel Kohlenstoff, wir brauchen sehr viel Ferrit, weil wir doch relativ viel magnetisiertes Ferrit brauchen. Eine Geode. Was bringst du mir? Mehr reines Ferrit, das finde ich super. Ja, so viel wie möglich abbauen. Die Minenlaser wieder voll machen. Jetzt diese Grundstoffe en masse farmen. Also Ferrit, Kohlenstoff. Ende. Irgendwas hat mir jetzt wieder erwischt. Du bist so weit weg. Wie hast du mich erwischt? Ich weiß, es gibt Aufregenderes zum Schauen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, vor allem weil ich jedes Mal sage, so und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt neue Galaxie und dann erst recht wieder nicht. Aber es muss halt einfach sein. Wir brauchen die ganzen Sachen und ich will zuerst, dass meine Basis einmal so halbwegs rennt, bevor ich da irgendwo weitergehe. Haben wir eigentlich schon genug? Na. Normales Ferrit, also Ferritstaub, ja, haben wir schon. Für zwei Metall, für vier Metallplatten. Ah, das war dumm, ich habe noch welche gehabt, glaube ich sogar. Okay, aber jetzt haben wir Ferrit im Überfluss. Wie viel Kohlenstoff haben wir? Nicht so viel. Diese Navigationsdaten, irgendwann können wir uns die auch sparen. Okay. Schau mal. Weil wir brauchen für die Antimaterie auch, glaube ich, Kohlenstoff und die Wasserstoff. Verdichteten Kohlenstoff und ja. Von dem brauchen wir jetzt sehr viel. So, den nehmen wir mal mit. Nein. Achso, ich brauche magnetisiertes Ferrit. Reines Ferrit. Ja, eigentlich können wir das. Den Staub schon einmal. Und dann können wir das Ganze zum Magnetisierten. Kann ich die Batterien jetzt schon bauen? Ich vergesse immer, was jetzt braucht, aber. Na. Kann ich das Portal schon bauen? Kohlenstoff-Nanorohre dafür wieder. Die kann ich aber machen. Zwei Stück. Jetzt kann ich das Portal schon einmal machen und anschließen. Das kommt dann mal in die Mitte. Dann bauen wir es dahin. Basen, andere Basen, Raumstationen.
aktuelles System, vorheriges System, irgendein System. Okay. Jetzt müssen wir nur noch die zwei Batterien bauen. Wie schauen die aus? Okay. Die speichern doch relativ viel. Den darf ich auch nochmal aufladen vorher. So, und ihr... Das kann man mitnehmen. Das... Wird jetzt zu reinem Ferret. Ja, 120 brauchen wir eh. Okay. Kann ich irgendwas davon jetzt wieder weggeben? Komm, ich will. Das haben wir so schnell wieder besorgt. Jetzt haben wir sehr viel verdichteten Kohlenstoff noch. Ist aber eh gut für die Antimaterie. Braucht das Metall. Aber so viel auch nicht. Dass ich die Antimaterie herstellen kann. Machen wir gleich zwei. Ist mir lieber, wir haben gleich zwei. Mehr herstellen. Genau. Dann können wir das wieder zurückgeben. Brauchen wir da noch etwas mit? Nö. Warte mal, doch, Lagerbehälter. Scheiße. Ich hätte mir von dem Boss... Ah, jetzt habe ich das gerade zerstört. Sie ist so leicht rechtsichtig. Okay. Ja, bin ich selbst schuld. Passiert. Jetzt können wir zwei Batterien bauen. Industrie. Batterie. Eins. Wieso? Eins. Was fehlt denn jetzt? Nochmal die Raffinerie, die tragbare. Kohlenstoff. Ja, aber nicht so viel. Warum kann ich nicht ein bisschen was reintun? Muss ich gleich alles reintun? Ich mag davon weniger. So, die Hälfte. Kohlenstoff. Bewegen und stapeln. Stapelgröße ändern. So, genau. Dann ist es wieder nur eins. So. Ich hoffe, das verbraucht jetzt weniger, wie ich produziere. So, wir haben noch mehr Kohlenstoff. Machen wir das gleich dazu. Ja, jetzt haben wir genug. Perfekt. Jetzt müssen wir uns noch anschließen.
So, da haben wir leere Batterien und volle Batterien. Das ist doch sehr cool. Es läuft alles wie geplant. Wir haben jetzt alles. Jetzt können wir nochmal zum Lager raufgehen. Da brauchen wir die Warpzelle. Oder wie das. Hat die Warpzelle geheißen? Na, die. Das Antimateriengehäuse können wir. Das können wir wegtun. Ja, sonst mag ich eigentlich alles da behalten. Können wir zwei Stück herstellen. Und damit geht's dann im nächsten Part in die nächste Galaxie. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung und einen Kommentar da. Abo hilft uns natürlich auch immer und schaut uns in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.